Schön im Sonnenlicht hier. Kurz vor der Nachtschicht. Ach, wieder diese Mistviecher. Fängt jetzt wieder an. Ach, das. So, mal gucken. Das ist ein kleines bisschen merkwürdig, weil ich wurde ja von Vopig angesprochen, diesen Kameratest zu machen. Und die ganze Zeit steht hier unten aber nicht Vopig drauf, sondern Campark. Ich hatte mit Vopig nochmal gesprochen und nochmal eindeutig um eine Erklärung gefragt. Und die haben mir gesagt, ja, es ist die gleiche Firma. Ich kann euch einen kurzen Text von der E-Mail einblenden. I need to explain here that Vopig and Kampang are the same company, but the names are different. Dann ist es jetzt auch wirklich offiziell bestätigt, Vopig und Kampang ist dasselbe. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe von Kampang eine neue Kamera zur Verfügung gestellt bekommen. TC02. Ich habe in letzter Zeit viele Kameras in dieser Bauform zum Testen bekommen. Und da gab es dann doch schon viele Unterschiede. Machen wir mal die Folien hier ab. Ich kann leider nur PIR-Verzögerung 5 Sekunden einstellen, aber gut. Ein Testfoto zur Kontrolle, ob die Speicherkarte funktioniert. Ja, sie funktioniert, das Foto ist vorhanden. Kamera ist eingerichtet. Ich hänge die jetzt hier an für eine Woche oder so. Und dann gucken wir mal, was die so macht. Wisst ihr, was mir noch auffällt? Der Wald ist unglaublich trocken. Caroline hat mir geschrieben, dass ich die Vorteile dieser Kamera erst einmal nennen soll. Das mache ich normalerweise kaum, weil diese technischen Daten den meisten Zuschauer so gut wie gar nicht. Die wollen wissen, wie zuverlässig ist die Kamera und wie sehen die Bilder aus. Deswegen habe ich ja eigentlich mal Wildkamera-Videos angefangen, weil ich selber nach Wildkameras gesucht habe und nur Unboxing-Videos gefunden habe, wo Leute die Kamera auspacken, die ganzen Daten runterrasseln, aber nie eine Beispielaufnahme zeigen. Und das hat mich so gestört, dass ich dieses ganze Kamera-Vorstellen-Konzept geändert habe. Ein paar Sachen kann ich ja trotzdem vorlesen, was mir Caroline hier geschickt hat, was in der Kamera alles so drin sein soll. Hier soll ein 4400 mAh Akku verbaut sein. Man kann zusätzlich zu dem eingebauten Akku noch Batterien einsetzen, beziehungsweise wieder aufladbare Batterien einsetzen. Hier ist auch noch ein Solarpanel verbaut, was den internen Akku auflädt, aber nicht die eingelegten wieder aufladbaren Batterien. Es sollen 46 Megapixel Fotos und 4K mit 30 FPS Videos entstehen. Ich benutze diese Funktionen meistens nicht, weil diese interpoliert sind. Ich verwende native Auflösungen und die gängigste ist die 1080p Auflösung, Full HD. Und Fotos lasse ich meistens bei 8 Megapixel, denn der Sensor wird wahrscheinlich allerhöchstens nur ein 8-Megapixel-Sensor sein. Super Stealth passt hier nicht ganz. Ich habe die Kamera an einer Robinie angebracht. Und da sind diese Tarnfarben, naja, nicht gerade sehr tarnend. Und das, was mich immer stört, ist, die Rückseite ist einfarbig braun. Gut, bei dieser Kamera stört es nicht ganz, weil die Rückseite nur ein kleines Stück ist. Aber wenn sie schon getarnt ist, warum dann nicht das hier auch noch? Das sieht man doch, genau diese glatte Kante, diese extrem gerade Kante hier. Das sieht man doch, das fällt doch auf. Als mir die Kamera geliefert worden ist, lag keine Speicherkarte mit dabei. Man kann die Kamera noch per Wi-Fi von der Ferne abfragen und auch die Bilder runterladen. Da mir das zu lange dauert, wechsle ich nach wie vor immer die Speicherkarten. Und das mache ich jetzt mal, weil ich will mir natürlich auch noch angucken, was die hier so Schönes aufgenommen hat.
In der Zeit, wo ihr euch die Aufnahmen von der Wopi TC02 angesehen habt, habe ich mir die Aufnahmen auch schon angesehen. Ich bin nämlich ganz schnell zurückgefahren, habe mir die angeguckt und wieder hierher gekommen. Nichtsdestotrotz, die TC02 ist schon eine kleine, ist schon ein bisschen älter. Es ist nicht die absolut neueste Kamera, aber sie macht immer noch einen guten Job. Die Bildqualität, die Videos, die sind relativ gut für so eine kleine Kamera. Die ist ja auch nicht gerade sehr groß. Bei Nacht und bei Tag sind die Videos einigermaßen in Ordnung. Zu dicht sollte nichts dran sein, das wirkt dann unscharf. Ich habe hier so einen kleinen verstrockneten Strauch hier, der fängt schon an, unscharf zu wirken, gleich in der Ecke vom Bild. Ich baue die jetzt hier ab, um mir den Akku genauer anzugucken. Da blende ich noch mal dann was dazu ein. Und außerdem baue ich mir das Mikrofon um. Das Mikrofon ist wieder nach unten ausgerichtet, deswegen ist der Ton, naja, ganz schön miserabel, wie immer. Liegt an dieser Schutzart IP66, wasserstrahlgeschützt von allen Seiten. Ist natürlich hier im Wald völliger Quatsch. Ich habe hier nur Regen. Es würde IP44 völlig ausreichen und dann könnte man das Mikrofon nach vorne ausrichten und auch eine Öffnung im Gehäuse haben. Das wäre in Ordnung. Bei IP66 geht es nicht. Man darf keine Öffnung im Gehäuse haben. Staub geschützt und Strahlwasser geschützt von allen Seiten. Kontraproduktiv für uns Wildkamerafreunde. Also ich möchte einen schönen Ton haben. Sonst muss ich hier ganz schön doll ziehen. Es ist immer der Letzte. Es kann nur der Letzte sein. Also fang gar nicht beim Ersten an. Es ist tatsächlich der Letzte. Im Großen und Ganzen kriegt man für sein Geld eine vernünftige Kamera mit einer vernünftigen Aufnahmequalität. Kleiner SD-Kartenslot ist verbaut und ein Micro-USB-Anschluss zum Laden des Akkus. Der Micro-USB-Anschluss, naja, der ist mittlerweile veraltet. Den mögen wir nicht mehr. Aber gut, hier ist er noch drin. 260 aufnehmen. Boah. Naja, Waschbären. Waschbär. 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 Viele Waschbären. Ganz viele, sehr viele Waschbären. Machen hier Faxen vor der Kamera. Ich habe mir mal die TC02 vorgenommen, baue das Mikrofon um. Da habe ich mir hier schon den kleinen Ring da reingeklebt. Das wird dann nachher aufgebohrt. Da kommt dann ein anderes Mikro rein mit Verlängerung. Und natürlich habe ich mir auch den Akku mal vorgenommen. Der soll ja angeblich 4400 mAh haben. Angeschlossen habe ich so ein kleines Testboard, womit man Akkus laden kann und entladen kann. Und gemessen habe ich dann anschließend mit einem Leistungsmessgerät. Oh, da sieht man die Zahlen ja mittlerweile. Ja, doch. Das sieht man noch ein bisschen. Ist ganz schön zerkratzt. Wenn es dunkler ist, sieht man es noch. Mit so einem kleinen USB-Leistungsmessgerät. Und ich bin auf 13,2 Wattstunden gekommen. Wenn man das jetzt umrechnet auf die Spannung vom Hersteller, die der angibt, weil das Board hier gibt ja 5 Volt raus. Wenn man die Leistung jetzt umrechnet auf die Herstellerangabe 3,6 Volt, dann komme ich auf, sind zwei Akkus, 2 mal 1830 mA. Das entspricht nicht dieser Angabe. Das macht auch Sinn für eine Kamera in dieser Preisklasse, weil die 1800er Akkus, die sind sehr preiswert momentan. Das ist absolute Massenproduktion. Drei passen leider nicht rein. Ich habe schon probiert, hier drei reinzusetzen. Es passen leider nur zwei rein. Aber 1800, 2x1830 ist okay. So, die WT02 habe ich umgebaut. Da ist jetzt das Mikrofon nach vorne ausgerichtet und Akku hatte ich ja schon mir angeguckt. Ich baue die jetzt hier wieder an. Und dann wird es weitere schöne Aufnahmen von dieser Kamera geben. Die seht ihr, wenn ihr abonniert habt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Bari. Weil ich wurde ja diesen Kameratest zu machen. Und
kommt ein Flugzeug. Stellst du Kamera auf, fliegt der Sportflieger los und denkt, ja, jetzt kann ich ihn stören. Die meisten in der Community wissen eigentlich, oh, nicht neu. Oder wieder aufladbare Batterien. Watte. In der Zeit, wo ihr euch die Aufnahmen von der Wopik TC0... Ja, bei mir stößt es hinten an, bei Hardy nicht. Warum?